In diesem Video stelle ich dir 7 gute Gründe für die Verwendung eines VPN-Dienstes vor. Denn neben Sicherheit und Anonymität beim Surfen gibt es noch weitere Punkte, die ein VPN oder Virtual Private Network wertvoll machen. Welche das sind, zeige ich dir am Beispiel von CyberGhost VPN, dem Sponsor dieses Videos. Mit über 17 Jahren Erfahrung ist CyberGhost VPN eines der führenden Unternehmen in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche und wird auf der Bewertungsplattform Trustpilot exzellent bewertet. Außerdem bietet es eine Vielzahl von Vorteilen. Von den 7 Gründen für ein VPN, die ich dir nach dem Intro nennen werde, ist einer sehr aktuell und du hast ihn wahrscheinlich noch nicht gehört. Also bleib bis zum Ende dran. Beginnen wir mit dem allerwichtigsten Grund: Sicherheit. Vertrauenswürdige VPN wie CyberGhost VPN verstecken deine IP-Adresse und verschlüsseln deine Internetverbindung, sodass du sicher online surfst und deine Kommunikation privat bleibt. Dass ein VPN wie CyberGhost VPN dich schützt, wenn du in offenen WLAN-Netzwerken surfst, habe ich schon in früheren Videos erwähnt. Ein VPN-Dienst sorgt dafür, dass deine Datenkommunikation nicht direkt an die Website geht, die du in deinem Internetbrowser eingibst, sondern zunächst an einen zwischengeschalteten VPN-Server und von dort aus an die gewünschte Website. Auf dem gesamten Weg zu dieser Website und natürlich auch zurück zu deinem Endgerät sind die Daten verschlüsselt. Bei CyberGhost VPN werden deine Daten mit einer 256-Bit AES-Verschlüsselung gesichert. Das ist die stärkste Verschlüsselung, die es derzeit gibt. Potenzielle Angreifer auf deine Daten, die von außen auf diesen VPN-Tunnel zugreifen möchten, bekommen nur einen Datensalat zu sehen, den sie selbst mit Supercomputern nicht entschlüsseln können. CyberGhost VPN setzt gleich 3 unterschiedliche VPN-Verschlüsselungsprotokolle ein, die sich jeweils für bestimmte Nutzungsszenarien am besten eignen. Du musst dich aber darum nicht selbst kümmern, wenn du es nicht möchtest, denn CyberGhost VPN wählt für dich immer das passende Protokoll aus. Für zusätzliche Sicherheit sorgt die automatische Kill-Switch-Funktion von CyberGhost VPN, die deine Verbindung sofort unterbricht und dich warnt, wenn sie Unregelmäßigkeiten in deiner VPN-Sitzung feststellt. Der zweite Grund ist die Anonymität, die dir ein VPN verschafft. Dieser Punkt geht Hand in Hand mit der Sicherheit. Du weißt wahrscheinlich, dass wir alle beim Surfen eine Menge Datenspuren hinterlassen. Diese Datenspuren sind sowohl für Unternehmen als auch für Staaten interessant, aus unterschiedlichen Gründen. Wenn du dich mit einem VPN-Server verbindest, machst du es diesen Akteuren jedoch erheblich schwerer, denn ein VPN-Dienst verschleiert deine IP-Adresse, sodass dein Surfverhalten nicht mehr eindeutig deiner IP-Adresse zugeordnet werden kann. Stattdessen ist nur die IP-Adresse des VPN-Servers sichtbar. Und da diese Server von vielen Menschen genutzt werden, lässt sich daraus kein individuelles Nutzerprofil erstellen. Wichtig an dieser Stelle: Deine Anonymität steht und fällt immer auch mit den Daten, die du selbst eingibst oder von Webseiten speichern lässt. Wenn du dir zum Beispiel bei Amazon Produkte ansiehst, speichert die Amazon-Website Cookies in deinem Browser, mit denen sich auch Nutzerprofile erstellen lassen. Für wirkliche Anonymität solltest du daher neben einem VPN auch einen datenschutzfreundlichen Browser verwenden. CyberGhost VPN bietet seinen Nutzern einen solchen Browser auf Chromium-Basis an. Und falls du dich fragst, ob nicht der VPN-Dienst selbst deine Sitzungen aufzeichnet und deine Anonymität damit buchstäblich auf der Strecke bleibt, dann kann man im Falle von CyberGhost VPN ganz klar sagen, nein. Denn CyberGhost VPN hat eine No-Log-Policy, weiß also gar nicht, welche Webseiten oder Dienste du über deine Verbindung aufrufst. Die Einhaltung dieser Richtlinie wurde kürzlich von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte geprüft und bestätigt. Der dritte Grund für ein VPN ist, dass du damit kostenlos TV aus anderen Ländern anschauen kannst. Denn meist sind ausländische Sender mit Geoblocking versehen und du kannst sie mit einer deutschen IP-Adresse nicht über das Internet auf deinem Endgerät empfangen. Mit CyberGhost VPN hast du Zugriff auf tausende von Servern in 91 Ländern und die Bedienung ist kinderleicht. Einfach im Suchfeld das Land des Senders eingeben, den du sehen möchtest, dann mit einem Klick die Verbindung herstellen und schon hast du Zugriff auf Programme, die dir sonst verwehrt bleiben. Das ist auch umgekehrt sehr praktisch, um im Auslandsurlaub deutsche Sender zu sehen. Mit CyberGhost VPN kannst du auch das Streaming-Angebot erweitern, das dir zur Verfügung steht. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen kannst du damit Streaming-Dienste abonnieren, die für deutsche Kunden gar nicht freigeschaltet sind, wie zum Beispiel Max, ehemals HBO Max, oder FuboTV für Sportstreams. CyberGhost VPN unterstützt insgesamt über 40 globale Streaming-Dienste mit speziell dafür angelegten Profilen, mit denen du dich einfach nur verbinden musst. Mit CyberGhost VPN kannst du jedoch auch das dir zugängliche Angebot innerhalb eines Streaming-Dienstes erweitern, zum Beispiel bei Netflix. Denn Netflix hat nicht für jedes Land dieselben Inhalte lizenziert.
Manche Filme oder Serien können also nur Nutzer in bestimmten Ländern sehen, wie die Serie Ballers, die es bei uns, Stand heute, nicht gibt. Im Internet findest du tagesaktuelle Kataloge über das weltweit verfügbare Netflix-Programm, sodass du immer schnell sehen kannst, welchen virtuellen Standort du für welchen Inhalt benötigst. Wenn du diese Informationen hast, wählst du in CyberGhost VPN einfach die Spalte für Streams und suchst nach dem für Netflix optimierten Profil neben der entsprechenden Landesflagge. In unserem Beispiel die Vereinigten Staaten. Und schon hast du Zugriff auf diese neue Serie. Vielleicht haben dich diese vier Gründe schon überzeugt, dass auch du einen VPN-Dienst brauchst. Dann habe ich jetzt ein besonderes Angebot für dich. Denn über meinen Link in der Videobeschreibung und dem ersten Kommentar bekommst du jetzt 83% Rabatt auf das 2-Jahres-Abo CyberGhost VPN plus 4 Monate gratis dazu. Damit kostet dich dieses Abo extrem günstige 2,03 Euro pro Monat. Mit nur einer Anmeldung kannst du damit bis zu 7 Endgeräte mit VPN-Schutz ausstatten. Und zwar nicht nur Smartphones, Tablets, Windows, Mac und Linux-Computer, sondern auch Spielekonsolen, Smart-TVs und Streaming-Konsolen wie Apple TV. Und das alles mit einer 45 Tage währenden Geld-Zurück-Garantie, damit du CyberGhost VPN ganz ohne Risiko ausprobieren kannst. Der fünfte Grund für ein VPN ist, dass du damit im Ausland eine staatliche Internetzensur umgehen kannst. Wie du sicher weißt, ist in vielen autoritär regierten Ländern der Zugang zu sozialen Netzwerken und sogar zu Suchmaschinen stark eingeschränkt. Solltest du dich einmal in einem solchen Land aufhalten und einen sicheren Zugang benötigen, kannst du diese Zensur mit einem VPN wie CyberGhost umgehen. Dass du dabei höchste Vorsicht walten lassen solltest, versteht sich, glaube ich, von selbst. Der sechste Grund für ein VPN ist ein monetärer. Denn du kannst ein VPN dazu nutzen, bessere Online-Preise, zum Beispiel für Urlaubsreisen, zu finden. Viele Reiseportale verwenden eine geobasierte Preisanzeige, bei der Besuchern aus reicheren Ländern höhere Preise angezeigt werden als anderen Besuchern. Mit einem VPN kannst du sicherstellen, dass du nicht unnötig hohe Preise zahlst, indem du zuerst die Cookies in deinem Browser löschst, dich dann mit einem VPN-Server in einem anderen Land verbindest und schließlich den Preis für das Angebot, das dich interessiert, erneut überprüfst. Wiederhole diese Schritte für ein paar verschiedene virtuelle Standorte und du kennst den günstigsten Preis für das Angebot. Und damit kommen wir zum siebten Grund für ein VPN und der ist top aktuell. Dank der neuen generativen KI sprießen gerade viele spannende neue Apps und Chatbots aus dem Boden, die man zumindest einmal ausprobieren möchte. So ging es mir letzte Woche mit dem neuen Schreibassistenten von Google Labs und dem Chatbot Claude. Das Problem, beide sind für Nutzer aus Deutschland noch nicht verfügbar. Aber auch hier hilft mir CyberGhost VPN. Mit einem Klick eine Verbindung zu einem VPN-Server in den USA herstellen und schon konnte ich mich für diese neuen Tools registrieren und sie sofort ausprobieren, statt lange warten zu müssen, bis sie endlich auch in Deutschland verfügbar sind. Du siehst, es gibt viele Gründe für ein VPN und es kommen immer wieder neue hinzu. Ich benutze CyberGhost VPN jetzt seit etwa einem halben Jahr und bin sehr zufrieden damit. Und damit bin ich nicht alleine, denn CyberGhost ist einer der meistbewerteten VPN-Anbieter auf der Bewertungsplattform Trustpilot und das mit einem exzellenten Punktedurchschnitt. Wenn auch du CyberGhost VPN ausprobieren möchtest, dann nutze meinen Link. Du zahlst dann wie gesagt nur 2,03 Euro pro Monat für Top-VPN-Schutz auf bis zu 7 Endgeräten. Und solltest du Fragen zur Nutzung haben, dann ist der CyberGhost-Kundendienst 24 Stunden am Tag erreichbar. In 4 Sprachen, darunter auch auf Deutsch. Dazu kommt die 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Du kannst CyberGhost VPN also in aller Ruhe ausprobieren. Kennst du noch weitere gute Gründe für VPN-Dienste? Dann schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt noch diese 2 Videos mit weiteren Techniktipps für dich rausgesucht. Und wenn du magst, sehen wir uns dort gleich wieder.